meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich will auf das Beispiel Bremen mal von vornherein eingehen. Herr Kollege Steinbrech, Sie haben gerade darauf verwiesen, dass dort zwei Werke von Paula Modersohn-Becker in Rede stehen. Sie haben aber auch, das haben Sie natürlich verschwiegen, gelesen, dass diese Werke innerhalb Bremens verkauft werden und natürlich dem Modersohn-Becker-Museum weiterhin zur Verfügung stehen werden. Und das ist insofern also kein vergleichbarer Vorgang. Ich will aber auf ein anderes Beispiel kommen, und das finde ich viel interessanter. Und das lese ich Ihnen gerade mal vor mit Erlaubnis unseres Präsidenten. Ich zitiere: Das neue Museum Weserburg in Bremen gibt bekannt, dass es sich von seiner eigenen Sammlung trennen will. 51 Werke gehen für einen siebenstelligen Betrag in die Kunsthalle der Hansestadt. Zwei weitere werden dagegen ins Auktionshaus Sotheby's gegeben, darunter auch das Spitzenstück der Sammlung, Gerhard Richters Matrosen von 1966. Es soll im November in New York für 6 bis 8 Millionen $ versteigert werden. Ein Gespräch mit dem Künstler. Welt Online. Ist es ein Tabubruch, dass ein Museum Kunstwerke verkauft? So wird es allgemein empfunden. Gerhard Richter: Ehrlich gesagt begreife ich die ganze Aufregung nicht ganz. Ich finde es folgerichtig und völlig in Ordnung. Auch Museen entwickeln sich. Nichts bleibt, wie es ist. Ich habe Ihnen vorgelesen aus einem Bericht Welt Online vom 24. September 2010. Aber es macht deutlich, Herr Lammler, dass Ihr Hinweis auf Gerhard Richter völlig daneben geht. Der sieht es genau anders, als Sie ihn hier eben in die Pflicht nehmen wollten. Und es macht deutlich, Herr Lammler, dass man die Dinge ganz anders sehen kann, als Sie das hier im Moment tun. Ich will das Beispiel aber nur deshalb erwähnt haben, weil ich sagen will, genau das, was ich hier vorgelesen habe, passiert in Nordrhein-Westfalen nicht. Es findet kein Verkauf von Kunstwerken aus einem Museum statt, sondern was hier jetzt vorgesehen ist, ist der Verkauf von zwei Kunstwerken durch eine Auktion, beschlossen von einem Unternehmen, was selbstständig bilanziert und handelt, als GmbH und Co. KG, mit dem Platzwert der Landesregierung, übrigens nicht der halben, Herr Steinbrech, sondern mit der, ich nehme an, die gesamte Landesregierung steht hinter dieser Entscheidung. Und es ist sozusagen das Veräußern von Eigentum der Westspiel GmbH und Co. KG in einem Fall, den wir hier politisch bisher jedenfalls gar nicht entscheidend bewerten können, und zwar deshalb, weil er uns hier im Landtag überhaupt nicht vorliegt. Ich will Ihnen damit auch sagen, dass wenn Gerhard Richter sagt, das kann man durchaus machen, dass das überhaupt kein Grund ist, das immer so zu tun. Ich finde aber umgekehrt, das sage ich auch in aller Deutlichkeit, die moralische Aufregung, von der wir im Moment lernen müssen, dass das Großspurige der ganzen Diskussion, Kunstverkauf unhaltbar, einfach unanständig, titelt die Presse. Und andere haben sogar noch geschrieben, was ich auch ganz fürchterlich fand, dass hier die Schätze des Landes verkauft werden. All das stimmt natürlich so nicht, und das wissen Sie auch. Und deshalb ist die Höhe der Debatte meiner Ansicht nach nicht an der Höhe des Problems orientiert, sondern ausschließlich an der Höhe der Verkaufssumme. Und die allerdings, das gebe ich ganz offen zu, die allerdings, wie immer, Geld macht sinnlich, die allerdings macht sinnlich und fördert natürlich auch Emotionen. Wir haben als Grüne klar gesagt, und das sage ich auch hier von diesem Platz aus, wir stimmen Verkauf von Kunstwerken aus Landessammlungen, aus Museen nicht zu. Wird es mit uns nicht geben. Und deshalb gibt es auch keinen Tabubruch an der Stelle, um das auch genauso klar zu sagen. Aber einen Tabubruch haben wir hier überhaupt nicht erwähnt bisher, Herr Steinbrech, und das ehrt Sie leider nicht. Wir haben nicht erwähnt, dass 2006 hinter dem Rücken des damaligen Ministerpräsidenten, hinter dem Rücken des damaligen Kulturstaatssekretärs Große-Brockhoff, Herr Thomas Fischer als Chef der West-LB, den Max Beckmann verkloppt hat für 13,9 Millionen, ohne dass die Regierung Bescheid wusste. Und jetzt kommt meine Frage an Sie. Sie nicken, Herr Witzel, das ist freundlich, dass Sie es tun. Meine Frage an Sie ist die: Wo war Ihr Aufklärungsapparat an der Stelle eigentlich? Wo haben Sie damals dieses Geschäft so nachvollzogen, wie Sie das hier von Anfang an nachvollziehen können? Wo haben Sie gefragt, wann gibt es eine Liste, aus der man entnehmen kann, was alles gehört der West-LB denn noch? Nichts ist da passiert.
Nichts ist passiert. Und deshalb, muss ich Ihnen ehrlich sagen, finde ich das ziemlich krokodilstränenhaft, was Sie hier vortragen. Und ich glaube, dass der Vorschlag der Kulturministerin, die klar gesagt hat im Kulturausschuss, was sie vorhat, nämlich einen runden Tisch zu machen, um zu erfassen, wie ist die Lage insgesamt. Das ist der Blick nach vorne. Dahin richten wir das jetzt. Und ich hoffe sehr, dass bei Christie's am 12. November so viel reinkommt, wie wir uns alle wünschen müssen, jetzt, wo der Verkauf feststeht, weil alles andere, das haben Sie richtig erkannt, Herr Sternberg, gilt nicht mehr. Es gibt auch nichts rückgängig zu machen. Und aus dem Grunde richten wir den Blick nach vorne und lehnen die Anträge, die alle nach hinten weisen, auch entsprechend ab. Dankeschön.